Syndicate, genau. Und wir machen Sequenz 7 weiter. Die Ehrenrettung der Bank. Die sagen, mein Geld wäre nicht echt, aber ich bin eine ehrliche Frau. Was ist passiert? Ihr Bruder. Was hat er diesmal getan? Die Zeitungen schreiben nur noch über Twopennys Ermordung. Und, als wäre das nicht genug, hat jemand die offiziellen Druckplatten gestohlen. War das auch Jacobs Verdienst? Ich bezweifle es. Jetzt traut niemand mehr der Bank oder Englands Währung. Es gibt eine Inflation, Aufstände. Die Produktion verlagert sich in das Billiglohnland Amerika. Kurz gesagt, Britannien ist am Ende. Jetzt bist du wirklich ins Wespennest getreten. Was wäre, wenn ich die Druckplatten wieder in die Bank schmuggle? Ja, das würde helfen. Besser noch, es widerspräche den ganzen Geschichten über Twopennys Ermordung und könnte das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherstellen. Also abgemacht. Heute geht Britannien nicht unter. Oh, falls es keine Umstände macht, könnten sie noch alles Falschgeld vernichten, das sie bemerken, damit es nicht zirkuliert. Natürlich. Ich glaube, die ist das langsam ist richtig sauer auf ihren Bruder. Folgen Sie mir. Das Falschgeld wird ganz in der Nähe ausgegeben. Nun, wenn man es Falschgeld nennen kann, mit diesen Druckplatten ist es quasi unmöglich, die echten von den falschen Scheinen zu unterscheiden. Mr. Aberline. Wenn das herauskommt... Nun, ich habe es ja bereits gesagt. Wenn die Leute der Währung nicht mehr trauen, es kommt ja bereits zu Aufständen. Mr. Aberline! Ich habe vollstes Vertrauen in Sie, Miss Fry. Wer da? Wo gehst du hin, mein Lieber? Falschgeld ist so ein bisschen... Zeug, was man nicht sehr gerne sieht. Wollen wir mal sehen, was das war? Ihr zwei, folgt mir. Ich will auf dem Weg zum Wagen nicht überfallen werden. Die Falschmünzer. Hast du von den Aufständen bei der Bank gehört? Die können toben, wie sie wollen. Wir geben die Druckplatten nicht zurück. Was macht das für einen Unterschied? Ist ja nicht so, als hätte er echtes Geld bei sich. Seit wir die echten Druckplatten haben, ist es echtes Geld. Hörst du die Menschenmenge? Klingt, als wäre ganz London auf der Straße. Das hat nichts mit uns zu tun. Ach, ich fasse es nicht, dass Jacob die gesamte Wirtschaft in den Ruin treiben konnte. Vater hatte recht. Er handelt vorschnell. Und er bereut gar nichts. Nee, ich fahr mal damit, ja? Aber irgendwie... Wieso? Also irgendwie... Jacob macht immer irgendwas Scheiße, aber... Ich glaube nicht, dass er viel dafür kann. Ganz ruhig. Was? Wieso? Du hast recht. Wieso fahren die so komisch mit dem Auto? Weiter so. Na los. Naja. Egal. Ich frag nicht mehr nach. Oh, Mädchen. Jeder könnte versuchen, hier reinzukommen. Wie geht dir alles gut ab?
Ja, Sir. Beschützt diesen Ort, als wäre er die Bank of England selbst. Wie Sie wünschen, Sir. Na? Musstet ihr hart um diese Druckplatten kämpfen? Überhaupt nicht. Wir sind einfach durch das Chaos spaziert. Keiner hielt euch auf. Die haben uns überhaupt nicht bemerkt. Da unten sind die Druckplatten, ja? Geh mal rein. Die muss ich mal dran glauben. Die hat hier nichts. Du musst auch dran glauben. Hier ist nichts. Auch weg. Und jetzt heim ich zurück in die Bank damit. Das sollen Druckplatten sein, die sind doch... Also, ich kenne nur Druckplatten als so Riesenteile. Weiß nicht, ob das so... Hast du sie schon mal gesehen? Nur weil du da drüben bist, heißt das nicht, dass ich dich nicht wirklich erwischen kann. Klein. Also, Druckplatten sind doch normalerweise so... So DIN A0 große Sachen, wo dann jeweils so kleine Scheine drin sind. Hey, den habe ich doch gerade hier abgestellt. Schön, dass du da geblieben bist. Dann dieses Pferdchen. Komm, zurück durch die Einbahnstraße. Mutwillige Zerstörung ausgeführt. Ich gehe nicht ohne meine Puppe. Ich muss Sie bitten, zurückzutreten. Können Sie mit Ihrer Zeit nichts Besseres anfangen, Miss? Doch. Einfach reinspazieren. Da ist ein Eindringling. Hallo. Oh, shit. Auch zu viele. Das wollte ich nicht. Holen Sie sich die Situation unter Kontrolle. Ich will doch einfach nur die Druckplatten wieder hier hinlegen. So, ja? Als wären sie nie fort gewesen. Es sind unmöglich Druckplatten. Also tut mir leid, meine Lieben, aber es sind keine Druckplatten. Und ich habe schon wieder Grafikfehler in der Bank of England. Es kann doch nicht wahr sein. Die ganze Zeit hier. Was ist denn hier los? Fehler habe. Naja. So, ich muss jetzt nur noch zurück da vorne zu dem Typen und dann ist alles wieder in Ordnung. Der gerade vor mir gespawnt ist. Gut, die Londoner Zeitungen schreiben, dass alles nur eine Ente war. Keine Aufstände mehr, Vertrauen in die Bank wiederhergestellt. Und endlich wieder eine ruhige Nachtschicht für mich. Miss Fry, ich kann Ihnen nicht genug danken. Schön, dass wir eine Katastrophe abwenden konnten. Auch wenn es Jacob ist, der mir danken sollte. Ich guck böse auf ihn. Oh, eine Lightning. Was habe ich da bekommen? Eine Lightning, eine Schusswaffe. Die ist cooler.
Also die ist natürlich die beste, aber... Der Revolver ist natürlich auch geil. Ein Single Action Army. Die sieht einfach geil aus, aber sieht man nicht. Erobern Sie den Bezirk City of London. Das könnte ich noch machen und dann bekomme ich die, dann nehme ich mir die auch. Ja. So. Wo haben wir denn noch sowas, irgendwo was Kleines nebenan? Ah, guck mal hier, so eine Gangquartier können wir nochmal ausnehmen. So, fürs Ableben. Fürs Beenden der Folge natürlich. Und dann gehe ich auch ins Bett, denn wir haben jetzt so 2 Uhr nachts. Ich glaube, so langsam rede ich auch nicht mehr, weil ich bei mir einfach die Konzentration fehlt. Und das ist nicht gut für Let's Plays. Boah. Ich habe dummerweise jetzt die Benachrichtigung ausgestellt, weil ich dachte, das wäre was anderes, aber... Naja, kriegen wir auch so hin. Haben wir noch 2, die wir töten müssen und das war's dann. Stelle ich die Benachrichtigung wieder ein. Danke, Miss. Was geht los? Oh! Ah, haben alle. Ah. Und hab sogar noch die Extrapunkte bekommen, obwohl ich nicht wusste, was wir machen müssen. Wie schön. Ja, 13 Minuten ist etwas kurz, aber dafür hatten wir davor so eine halbe Stunde Folge. Ich würde sagen, das passt. Gut, dann stelle ich jetzt noch die Benachrichtigung richtig ein. Mach noch wahrscheinlich hier vorne in die Kopfgeldjagd oder sowas. Und dann würde ich sagen, jupp. Hab noch ordentlich was zu tun hier. Ist sehr viel noch da, muss man sagen. Ich wollte eigentlich mal die ganzen Londoner Geheimnisse machen, aber da bin ich noch nicht wirklich dran. Egal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.